Servus Gamer und Gamerinnen, willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Wir spielen Don't Knock Twice. Klopp nicht zweimal. Twice, ja, Entschuldigung. Sag zwei Sekunden, geht ja alle über die Schnisse. Ja, also ich bin dazu nochmal genötigt gehen, Horror-Let's Play zu machen. Das Spiel kenne ich jetzt gar nicht und das wollte sich meine Frau übrigens nicht entgehen lassen. Deswegen sind wir heute nicht hier alleine. Aber ich denke, das stört nicht, ne? Die Lisa dabei ist. Dankeschön deswegen. Ja, ich würde mal sagen, erstmal ein Schlückchen für Mut. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Mir solle halt nicht zweimal kloppe. Kloppt man nur einmal. Legen wir los. Ah, Settings sind immer gut. Ja, Helligkeit. Bis der Drache kaum noch sichtbar ist. So dunkel will ich es nicht machen, dann scheiße ich mir klein immer voll in die Hose, wenn ich nochmal gar nichts sehe. So lang, oder? Lang. Mehr mache ich nicht. So. New Game. Ah, Settings. Ich hätte erstmal vielleicht gucken können, ob man was auf Deutsch umstellen kann, oder? Ach, Kacke. Ja, vielleicht sind wir gewinnen. Ah, das gucken wir gleich in der Option. Oh Mann, ey. Es geht mir jetzt schon auf den Sack. Dudum. Ja. Oh, kann ich nochmal neu ansagen? Nee, es ist rum. Ist halt so. Sehe ich mich die ganze Zeit an so einem Video in so einer weißen Wolke? Ja, einmal in der Shisha-Wolke. Mir immer die Hand auf die Schulter legt in der Horrorszene, da sind mir getrennte Leid. Das würde ich niemals tun. Niemals. Hier, die Ladezeiten sind schon mal kurz, da kann ich in der Zeit noch ziehen. Kaffee aufsetze. Naja, Quatsch, Kaffee, was schwätze ich für einen Müll? Prost. Skull. Ich hätte übrigens schon lange auf dich gewartet und leer. Ich habe noch ein paar Patronen da stehen. Ja, ich hätte leer. Solange es noch lädt. Oh, echt jetzt? Warte. Willkommen im Saarland. Da. Danke. Leere wie angestoßen. Ich hätte übrigens leer. Ah, ja. So, jetzt geht's los. In einem Herrenhaus. Ich kann mich umgucken. Ich gucke da näher. Mein Handy geht. Geh doch ran. Kann ich das Spiel auf Deutsch umstellen? Grafik, Gameplay-Optionen. Audio? Nee, Audio. Nee, na, Language. Da steht was. Ich sing es nicht Language. Nicht. Oh, was ist denn das da jetzt? Französisch? Italiano? Ah. Deutsch! Ah, Deutsch! Hey. Muss ich den ganzen Mist nicht übersetzen, ja, weil mein Englisch so toll ist. Für den doofen Nichtskönner auf Deutsch. So, jetzt gehen wir da ans Handy. RT greifen. Drücke Y, um das Handy anzuzeigen. Ah! Mann! Jo, und der scheiß Schlauch ist unterm Tisch. Und jetzt, leave me the fuck alone. Lass mich verfickt nochmal alleine. Nehmen Sie den Kerzenhalter, um Ihren Weg zu beleuchten. Was für ein Kerzenhalter? Da. Was hat das? Nee, so nicht. Schatz, das ist ein Laptop. Ja, schwer ist aber, da steht greifen. Und da steht dann noch was. Schieben, zielen. Alter, ich kann den... Ach, guck mal da. Man kann voll interagieren. Hat's gekloppt? Mann, ey, was für ein... Den Kerzenleuchter! Wo ist denn der Kerzenleuchter? Was ist das? Zeitung. Hä? Da steht er. Da hinten neben den Stühlen. Dann leh die scheiß Zeitung weg. Er leuchtet sogar. Ja, nehmen wir jetzt mit. Ah, warte mal kurz. Bop, bop, bop.
So. Zünden Sie die Kerze mit dem Feuer an. Feuer? Da brennt doch das Feuer. Ja, dreh dich in die falsche Richtung. Shit, genau hinter dir. Was ist denn das jetzt? Es gibt nicht. Hast du vielleicht ein Feuer auf irgendeiner Taste? Ich weiß nicht. Wie? Hä? Bücken? Ah, warte, ja. Aha, Bücken. Männer. Warte. Es hat geklopft. Mach die Wandkerzen an. Es klopft, Alter. Ja, mach die Wandkerzen an. Ja, ich bin dran. Hetz mich nicht. Was geht denn hier ab? Warum geht denn da eine scheiß Tür auf? Mach doch die Kerzen an. Das klopft, Alter. Das war aber maybe zweimal. Der klopft dreimal. Warum heißt das, der klopft nur zweimal? Ich hab jetzt schon kein... Ah! Entschuldigung. Was war... Alter! Mann! Da muss ich mal so eine Kacke spielen, ey. Als witzig ist. Schieben, ja, mach die Tür auf, schieb ab. Ja, guck, was für Scheißbilder da hängen, ey. Die hänge ich mir da eben an, die waren damit. Ah! Ach, das ist einfach nur das ist Handy. Oh. Ich hab gedacht, die alt steht da, ey. Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich. Ja, weil du zu viel Konsole gespielt hast. Soll ich für die Schule lernen? Alter, was hängen da für Kackbilder, ey? Was ist denn das? So hängt, was hängt man schon nicht an die Wand? Ich war leid verhungern, ey. Das hänge ich mir an der Flur. Aber die Alte hat mich voll verschrocken dabei. Sieh nichts von dem Shisha-Rauch. Drama. Mann, ey. Wo muss ich, was soll ich überhaupt hier? Warum, warum macht der das? Weiß ich doch nicht. Naja, ich geh jetzt an die Tür, ey. Die mich erwischt, ich mach direkt aus, den Mist. Ah, die ist abgeschlossen. Im eigenen Haus, das ist zu. Da ist noch Kerze dran. Ja, ich sehe sie, aber ich hab Angst. Da klopft's. Da hat's zweimal geklopft. Das ist zu. Es klopft zweimal. Die Türen auf. Kann ich rennen? Ich will erst mal gucken, ob ich rennen kann. Ja, ich kann rennen. Oh Gott! Und ich kann mich... Kann ich mich ducken? Wo war ein Ducken? B. Ist klar. Alter, schon... Ich spiel... Was ist denn? Werfen, lesen, RB. Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Eingebung kam von... Kann von überall, von allen kommen. Meine wird durch meine Beziehungen zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Seit ich 9 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Künstlerin werden will. Ich habe es immer geliebt, mit Ton zu spielen. Aber ja, ohne Ton hört man nichts. Aber erst während meiner Jugend... Ton, Schatz. Ja, ich weiß. Jugendjahre entdeckte ich meine Begabung. Mann! Meine Begabung für die Bildhauerei. Und ich liebe es noch heute. Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen machen. Die stärkste Bindung ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Ja, das war wichtig. Die Kacke weg. Mach doch mir die Tür auf. Ich brauche Stunden für die Tür aufzumachen. Klopft's an der Tür. Alter, da steht was. Mann, ey. Mal Licht an. So, zack, Kerze. Was steht da? Amt für Gesundheit und Soziale Dienste. Abteilung für Jugendliche und Kinder. Ah, 2. September. Sehr geehrte Frau Webb. Bitte beachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe and Webb. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass eine
Probesorgerecht für ihre Tochter eingereicht werden kann. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. MFG, Julian Entry, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Okay, hat die Altverleih Schule mit ihren Kindern gehabt? Nee, die wollte die Kinder, ich weiß es nicht. Den Kack weg. Ich würde da die, das Kind abgeben, wenn es durch hinter Finsterscheiben nachts haust. Was ist das? Kann ich das holen? Nee. Ich will da nicht drin. Da hat's gekloppt. Lass zu. Alter, ich bin draußen, gell? Ich seh gar nichts. Ich seh überhaupt gar nichts. Ich muss die Gamma-Einstellungen hochfahren. Ich seh so wenig. Ob es geht im Spiel. Ja, ich muss da Grafikeinstellungen. Ich sehe zu wenig. Ein bisschen mehr Licht. Ein bisschen mehr Gamma. Guck mal dort, zack. Da. Ja, ein bisschen besser. Alter, steht da was? Was ist das? Guck mal, ist voll das Bild verzerrt, oder? Alter, da ist. Was geht denn hier ab? Was ist das? Guck mal! Was ist denn hier das? Ja, machen wir doch an. Wunderbar. Licht an, Licht ist gut. Und ständig klopfen hier ich, ne? Er steht das ab? Leise, ja. So, okay. Da haben wir auch nicht drin. Dreht sich so langsam. Kann ich das schneller einstellen? Ja, sorry wegen den ganzen Einstellungen, aber es ist schon Controller-Einstellungen. Ein bisschen, dass es sich schneller dreht. Sensitivität. Ah. Auch ein bisschen hoch. Ey, auf 2. Das ist ja nichts. Ah, besser. Ich laufe die Inbein rumdrehen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin jetzt da raus und kann jetzt immer da rein, oder wie? Oh ne, ich komme nicht mehr rein. Scheiße. Ich ungewöhnlich, vielleicht leid irgendwo was zum Absperren. Ja, ich bin gut. Nichts machen, was ist denn das? Da ist noch so eine Watte an. Nimm mal an. Alter, steht da auch was im Dienststoff? Alter, guck mal. Da stehen zwei Kinder, Alter, wie ich. Alter, was ist denn das für eine creepy Scheiße? Du wirst mich wieder verlassen, nicht du selbstsüchtige Hure. Diese miese Hure. Ah, Chloe. Alter. Und jetzt? Ah! Nee, naja, beim Gewitter ausgesperrt von der eigenen Tochter, ey. Hausarrest. Jetzt komm ich da rein. Die Tiere auf, das ist. Also dir brauchst du dich nicht in Sicherheit bringen. Nee. Jetzt auf einmal geht's hoch. Oh, Alter, was ist das für eine Scheiße? Das Bild von der Wand gefallen nur. Also Nagel nicht richtig festgemacht. Tagebuch von Chloe. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen und jetzt schlendert sie in mein Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Daraus wird nichts.
Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht mich mit ihrem coolen Job und großen Haus zu beeindrucken, aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat. Und ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Wir sind nicht fähig, Mutter zu sein. Sie ist nicht fähig. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein. Und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Ne, du gehst mir auf den Sack. Abends mich aussperre am Finster, weil denkt Mutter war noch. Was fängt da, ey? Wenn du so Bilder an der Wand hast, du musst doch durchdrehen im Haus. Ah, da war ich vorhin, da bin ich drin. Ja, das ist die Oma. Warum geht die scheiß Kerze aus? Ich geh zurück in das Zimmer. Mach's doch nochmal an. Ich kann nicht. Du musst auf die Tür achtgucken. Aha, Kerzen mal an. Was ist jetzt? Da guck mal. Was ist das für ein Ekelfleck vor deinem Kamin? Wo? Das war vorhin noch nicht, oder? Lichtkerzen, immer die Kerzen anmachen. Da ist auf jeden Fall noch ein Feuer. Ja, da geht's hoch. Das kommt schon. Ah, das ist zu. Ah! Nee! Fuck you! Drecksbalk! Du kommst ins Heim, klar, das ist das Schlimmste, das ich schon. Da, ne? Guck mal, da, die scheiß Statue. Ach, guck mal da, ich kann die aufnehmen. Oh, Mario! Und jetzt? Werf. Wirf sie! Ja. Ja, das war beeindruckend. Ja, werft sie nicht. LT zielen. Ein LB werfen. LB werfen. Was heißt denn? Ah. Jeder Gamer so, das ist ein Statue. Sammel-Item. Ja. Die alten Eimer kloppt, ey. Kommt mit uns heim in ein schönes Internat. Ja, da kannst du alles aufheben, ne? Das ist schon cool. Das hätte ich vorhin mal mit viel öfter trecken müssen. Ja, werfen. Die lasst einfach nur fallen. Da noch was? Naja. Ich muss hoch. Ich muss hoch bei Eds Kind. Naja, vorher trinke ich aber einen Schluck. Oh ja, und ein Zug. Guck mal da, da hat sie die Scheiße an die Wand geschmiert. Naja. Da, schön. Schön, der braune Sub an der Wand. Ich kann es nochmal wegmachen. Noch was? Ich habe nur Angst, dass du da um die Ecke steht. Methadon. Gehen ihren Kinder nachts auf den Sack. Eine Tablette, 10 Milligramm Methadon hilft. Hat wahrscheinlich nicht genug geholfen im Zeug. Hast du doch in deinem Finstock gestanden? Keine Ahnung. Ich spiegel mich auf jeden Fall saugut in dem Spiegel da. Ja. Ach so, wir sind ein Vampir, jetzt Hannis. Hä? Ja, ich spiegel mich. Ach so. Hä? Vampirmutter.
Mutter, warum bist du nachts immer so lang weg? Missing child. Kind vermisst. Ein 9-jähriger Junge. Höhe 1,50 Meter. Haarfarbe braun. Vermisst seit Montag, 10. Oktober. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißen T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Bei jeglichen Hinweisen bitte folgende Nummer anrufen. 090. Was ist jetzt? Lädt er mich die Scheiße ab jetzt? Okay, das ist für immer in deiner Hand. Da an. Viel zu wenig davon angezündet. Ich hätte mehr anzünden sollten. Oh, wenn du in dein Bild drückst, bist du vielleicht doch ein Vampir. Ja, guck da den Graf an. Der Graf. Ich will das nicht spielen. Ist nicht daneben der Tür. Ah ja, danke. Gar keinen Bock, denn den Mist zu spielen. Die steht ja jetzt gleich dahinter am Gang und rennt dann weg um die Kurve. Ja, wirklich? Klopft's doch schon nochmal. Mann! Kann ich das? Was ist denn der Unterschied von werfen und fallen lassen? Nix. Kannst du vielleicht Werfen-Taste irgendwie gedrückt halten? Ja, das ist diese LB-Taste. Die kann man nicht weiter entwickeln. Scheiße gedrückt. Was ist jetzt? Was ist der Aufgang? Ah, nee. Ich lese jetzt erstmal da Laptop, E-Mails checken und so, ist wichtig. Dann kann man nicht. Ein Zettel. Ich war drogensüchtig und hasse diesen Ausdruck. Aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen. Aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Du bist ein drogensüchtiger Vampir mit Methadon im Flur. Schöner Junkie. Was ist das? Me and Chloe. Jess und Chloe. Ah, du bist Jess. Ah, gut. Ah, die Chloe hat mal dich abgerissen. Sehr vielversprechend. Oh, ab in die Kammer, da steht so eine Mamuschka-Statue. Ich hab's gewusst, ich hab's ganz genau gewusst. Was ist das für eine Scheiße? Was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Alter, was waren das für Geräusche? Das ist in einem Zimmer. Das sah ein Päckchen aus, aber von der Wand gefallen. Ja, gell. Okay. Bringt aber nichts drin. Was ist jetzt dann in den scheiß Raum zurück? Da ist doch gerade. Was ist das für eine Kacke? Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Oh, Alter. Jetzt ist die Tür wieder auf. Wenn ich den Brief doch gelesen habe, dass er gerade da hingelegt wird. Ja, lesen. Was ist. Tage von Chloe, ich hatte einen Traum. Nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeugs herumgespielt habe, toll, dass ich gefunden habe, es war weniger ein Traum, mehr wie ein Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau aus den Nachrichten, standen da vor der Tür und ich schrie, klopft nicht an die Tür, klopft nicht an die Tür. Zwei laute Klopfe und ich erwachte in einem kalten Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum und Baba Yaga ist Schwachsinn. Aber es wirkte surreal. Oh, ich hab keinen Bock. Oh, ein schöner Ziegenkopfdämon, Schatz. Nee, ich will keinen Ziegenkopfdämon. Und dein Lampen. Alter, was ist das? Die Lampenleuchte wackelt hin und her. Wieso auch immer die Lampe an ist, wenn Strom ausfällt. Mann, ey. Jetzt hat sie sich das achtmal überlegt. Das ist mein Schatten, ja.
Scheiße, ey. Alter, guck mal, das Blut. Ja, werf doch mit Steinen, ey. Schieß mein. Sie ist mein. Er holt sie mit. Drecksbalk. Oh, bitte, ey. Lights. Steht denn da drin? Lesen wir den Scheiß nochmal. Tagebuch von Jess. Wenn nur Ben hier wäre, ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können und es nur wichtig ist, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, ist nicht die Nächte ohne Schlaf, es ist die Liebe, die man empfindet. Und keiner bereitet einem darauf vor, ich liebe Chloe seit der Geburt. Selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe. Als ich Welten von ihr entfernt war und ich liebe sie jetzt. Entschuldigung. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Doch. Halt das Bike mit, ey. Ich hab keinen Bock auf Ziegenkopfdämonen. Ist das dort Ben? Ich muss so eine Kacke nicht spielen, ey. Guck mal, was da unten ist. Oh, guck mal, da hat's gut gemacht, Sklen. Hat's gut gemacht. Gute Arbeit geleistet. Ich da runter jetzt. Was ist denn da oben noch? Ich will doch nicht runter. Ich bleib einfach hier. Mal eine Muschka-Statue, oder? Ja. Guck dir das doch mal an. Ist das eine Babuschka? Alter, steht die da? Guck mal, da steht die doch. Irgendwas, egal. Ich weiß nicht, ob die Babuschka heschen oder was weiß ich. Nee, Matroschka. Oh, Matroschka-Statue, gut. So. Ist mir scheißegal auf jeden Fall. Das ziehen wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir nämlich mal schon unseren ersten Break. Wenn ihr weitersehen wollen, bleibt natürlich dran. Abonnieren meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Ne? Dann traue ich mich auch die Treppen da leichter runter. Also immer mehr Daumen nach oben. So, gut. Bis gleich. Ciao.